Hereinspaziert, hereinspaziert. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Frankfurter Filmmuseum zu meinem Film, nicht meinem Film, zu Reinhold Schünzels Film Victor und Victoria, 1933 gedreht. Filmpremiere im, lassen Sie mich überlegen, genau, im Dezember 1933 im Gloria Filmpalast in Berlin. Der Projektor ist angeschmissen, meine Damen und Herren, der Film kann gleich beginnen. Es ist eine der schönsten musikalischen Filmkomödien, die ich kenne. Wunderbar gespielt, herrlich gedreht. Großartig inszeniert, noch ganz im Weimarer Geist. Das Dritte Reich war zwar schon am Laufen, aber so richtig gleichgeschaltet waren die Dinge im Jahr 33 noch nicht, sodass eben Reinhold Schünzel, der Regisseur, 1888 in Hamburg, St. Pauli geboren, wirklich einen fabelhaften Film noch ganz im Weimarer Geist hat drehen können. Schauspieler, die von mir hoch verehrte und geliebte Renate Müller, fantastisch, Adolf Wohlbrück, extrem gut aussehen. Hilde Hildebrand mit der tiefen Stimme, Hans Thiemich, das war ein ganz großartiges Ensemble. Die Geschichte hinter dem Film ist eine faszinierende und sehr abgründige Geschichte, die man vielleicht auch kurz mal erwähnen sollte. Und das spielt bei mir immer eine Rolle, ja, nicht nur der Film an sich, sondern das Ganze drumherum und das dahinter. Das macht die Geschichte für mich viel substanzieller und viel, viel interessanter als einfach das filmische Erlebnis. Renate Müller war ein großer Star in den 30er Jahren. Das war ihr sozusagen ihr ganz großer Erfolg, Victor und Victoria. Eine bildhübsche, sehr androgyne Frau. Nach ihrem großen Erfolg hat dann der Verantwortliche für das Filmwesen im Wesentlichen im Deutschen Reich, nämlich Josef Goebbels, sein Auge auf sie geworfen und wollte sie seinem Capo Adolf Hitler zuspielen, sie mit ihm verkuppeln, denn das war genau der Frauentyp von Herrn Hitler, also der Eva Braun nicht so ganz unähnlich, und das hat sich aber Renate Müller total verbeten. Sie war liiert mit einem jüdischen Mann, der nach England geflohen war, und sie war überhaupt keine Narzisstin, und daraufhin wurde sie von der Gestapo überwacht und in ihrer Arbeit sehr behindert und bedrängt, und ich glaube, sie hat dann nicht mehr viel Spaß gehabt an ihrer Karriere. Verfiel dem Alkohol, war tablettensüchtig. Das ging dann stramm bergab und 1937 im Oktober, unter nicht ganz geklärten Umständen, ist sie vom Balkon ihrer Dahnemer Villa gestürzt und hat sich tödliche Kopfverletzungen zugezogen. Das Infame war, dass man nach ihrem Ableben ihr Haus und ihr gesamtes Vermögen konfisziert hat und zwangsversteigerte, obwohl Eltern und Geschwister noch lebten. Schieben Sie diese traurige Geschichte ganz kurz beiseite, wenn Sie können. Nein, das müssen Sie, das geht auch. Und genießen Sie diesen Film und nochmal Erinnerung an diese große Künstlerin Renate Müller. Genießen Sie einen der herrlichsten Filmkomödien und musikalischen Filmkomödien, die in Deutschland jemals gedreht wurden. Diesen wunderbaren Film von dem großartigen Reinhold Schünzel, Victor und Victoria, meine Damen und Herren. Viel Vergnügen.